Moin ihr Lieben, ich bin Markus mit C und wir schnacken heute über eine kleine Challenge. In Zeiten von Corona, was ja nun aktuell herrscht, können viele von uns nicht raus. Und gerade für Streetfotografen und für Leute, die gerne unterwegs sind, ist mit vielen Leuten ist das super wichtig, rausgehen zu können. Das ist aktuell nicht möglich und das hat auch seine Gründe und das ist auch gut so. Und wir haben alle viel Zeit zu Hause. Und daher habe ich mir gedacht, Zeit nutzen. Blumenkästen sind aufgebaut, Hausputz ist erledigt, Sachen sind repariert. Was können wir jetzt machen? Da habe ich mir gedacht, ich mache mal etwas, was ich mir schon lange vorgenommen habe, aber noch nie umgesetzt habe. Okay. Ich war vor einigen Jahren im Helmut-Newton-Museum im schönen Berlin und habe mir da ein Buch gekauft. Und das ist das hier. If you want to take great photographs, a photo journal by Henry Carroll. Henry Carroll, bekannter Fotograf, ziemlich guter Mann. Und er hat ein Buch geschrieben, was mich überzeugt hat, weil es nicht so ist wie die anderen. In diesem Buch gibt es im Endeffekt nur kleine Tipps und Anleitungen. Ich fokussiere das mal eben für euch. Was ihr machen sollt. Jeden Tag sozusagen eine kleine Challenge oder jeden Monat, jede Woche. Was ihr eben fotografieren könnt, um eure Kreativität zu steigern. Und daraus habe ich mir auch eine kleine Aufgabe gemacht. Ich möchte mit euch zusammen ab sofort jede Woche eine dieser kleinen Challenges durchziehen. Challenges klingt ein bisschen überzogen. An sich ist es eine kleine Aufgabe, etwas zu fotografieren. Das Ganze soll so laufen, dass ich freitags die Challenge veröffentliche auf meinem Instagram-Kanal, der hier eingeblendet ist. Könnt ihr mir gerne folgen. Und am Montag darauf, sozusagen, dass man das Wochenende Zeit hat, werde ich das Foto, was ich gemacht habe, dann veröffentlichen. Ich lade euch hiermit herzlich dazu ein, das Ganze auch zu machen. Es hab den Hashtag, dachte ich mir, mal ein bisschen was Komplizierteres. Markus mit C fotografiert in der deutschen Schreibweise. Den schreibe ich euch auch nochmal eben hier so hin, da so. Und wenn ihr auch diese Fotos macht, könnt ihr mich ja einmal verlinken und den Hashtag benutzen. Dann sehe ich das Ganze. Gibt es noch eine kleine Erwähnung in der Story oder irgendwie sowas Nettes. Ich würde sagen, das machen wir erstmal für 2 Monate. Was ungefähr 8 Fotos entspricht. In diesem Buch sind 123 Seiten mit kleinen Challenges und Fotos und Beschreibungen. Das soll keine Werbung für das Buch sein. Ich finde es einfach nur witzig, deswegen habe ich es jetzt mal eben genommen. Und ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen YouTube und Instagram miteinander verwursteln. Mal gucken, wie das funktioniert. Das ist auch für mich was Neues. Und bin einfach mal gespannt, ob das läuft. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Die Ankündigung wird jetzt nicht nur hier auf YouTube laufen, sondern eben auch auf meinem Instagram-Kanal, den ich gerade frisch gestartet habe für den Blog. Das heißt, da ist noch nicht allzu viel los, aber das können wir ja gemeinsam ändern. Das ist Ziel der ganzen Geschichte. Ich freue mich drauf. Das war's bis dahin. Bis zum nächsten Montag in genau 7 Tagen. Keep it chaotic. Euer Markus mit C.